Ich bin seit etwas über 20 Jahren in Neu-Ulmsdorf, arbeite im Provita als Gerontotherapeutin und über die Ausbildung zur Gerontotherapeutin bin ich an den Klang gekommen, wo ich mich dann auch habe hinreißen lassen, den Klangmassagepraktika zu machen. Seit Januar bin ich jetzt hier zertifizierte Klangmassagepraxis, habe mittlerweile auch ganz viele Fortbildungen gemacht zu diesem Thema. Die Klangmassage ist eine Entspannungsmethode für alle Menschen dieser Welt, von klein bis groß. Im Säuglingsalter kann man das anwenden, genauso wie bei Senioren, demenziell Erkrankte. Es ist eine Technik zur Begleitung von Genesungsprozessen, Burnout-Prophylaxen und einfach für jeden, der für sich einfach mal eine kleine Auszeit haben möchte. Es gibt auch mittlerweile Kliniken, die mit Klangmassage arbeiten, zur Vorbereitung von ihren Patienten vor Operationen, um einfach weniger Medikamente einsetzen zu müssen. Es gibt Klienten, da wirkt das schon nach dem ersten Mal, dass sie einfach aufstehen und sagen, das ist total klasse, toll, ich fühle mich richtig gut. Es kommt darauf an, mit welchem Hintergrund komme ich. Viele sagen nach der ersten Klangmassage, oh, ich habe eigentlich noch immer gewartet, was jetzt so passiert. Somit habe ich mich ja schon vom Kopf her blockiert. Beim zweiten Mal sind die dann viel schneller entspannt und in der Ruhe für sich. Es gibt auch Menschen, die sagen, nee, für mich ist das nichts. Auch das gibt es. Aber da wir so viele Möglichkeiten haben, neben Yoga und Meditation und diesen ganzen Geschichten, denke ich, ist die Klangmassage eine alternative Methode für sich, wenn man jetzt sagt, das andere ist bei mir nicht das Richtige. Wenn ich die Schale auflege, dann entsteht der Ton. Der Ton entspannt unseren Geist und die Schwingung. Die Schwingung der Schale bewirkt in der Muskulatur eine Lockerung. Und man merkt auch, wie die Schale schwingt. Wenn sie an eine Blockade kommt, hört sie auch auf. Die schwingt an diesen Stellen lange nicht so wie an durchlässigen Stellen. Wenn ich irgendwo eine Verkrampfung habe, ich erkläre das immer so ganz einfach, wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße, gibt dieser Ringe. Wenn diese Ringe an einem Felsen, der vielleicht aus dem Wasser gegenstößt, hört es auf zu schwingen. So muss man sich das mit der Schale vorstellen. Die Schale ist auf dem Körper. Die Schwingung geht durch den Körper hindurch und dort, wo eine Blockade ist, stoppt sie. Und unsere Klienten, die dann dort liegen, merken auch den Unterschied. Dass sie sagen, da habe ich es aber mehr gespürt als an der anderen Seite. Ja, weil da vielleicht dann auch die Verspannung liegt. Ich habe ja hier selber ganz viele Schalen im Hintergrund, sieht man sie. Und da haben wir die Beckenschale, die wirklich auch in diesem Bereich nur aufgelegt wird, weil die Beckenschale von der Schwingung her viel zu stark wäre, wenn man sie im Solarplexus oder auf dem Herzen auflegen würde. Das wäre viel zu heftig. Und somit gibt es dann auch die Herzschale speziell dafür, eine Universalschale, die wir im ganzen Körperbereich aufwenden können. Der Kopf ist aber immer außen vor. Man legt also die Schalen, es gibt spezielle Kopfschalen, die man auflegen kann, aber diese großen Schalen sind dann auch nur für diese Bereiche gedacht. Man darf es auf der nackten Haut aufsetzen, aber es geht durch den bekleideten Körper ganz gut, wo wir dann einfach sagen, es ist ein bisschen Intimsphäre gewahrt. Man braucht keine Hemmschwellen überwinden. Manche haben das ja, dass sie sagen, nee, zur Massage gehe ich nicht, weil da muss ich mich entkleiden, das mag ich nicht. Und somit ist das eigentlich eine schöne Variante, dass wir einfach sagen können, die Schwingung geht durch. Ich arbeite ja vormittags als Gerontotherapeutin im Seniorenheim und bin dann ab 14.30 Uhr hier in meinen Räumen, wo ich dann Termine nach Absprache mache, nur telefonisch, weil ich das auch nicht so schön finde, Tag der offenen Tür zu haben, wenn man einen Klient hat, die sollen ja auch entspannen. Es geht hier um die Entspannungstechnik und da soll es ja auch eine gewisse Ruhe sein. Und wenn man dann im Wartebereich schon wieder jemanden hat, der klingelt, man hat das Gefühl, man muss zur Tür, das ist nicht das, was ich dann möchte und ich glaube, der Klient auch nicht.